Die Ähren tut jetzt rosten, der Staub ist unterm Schnee. Bisschen mehr Pfosten, dies tat uns nicht weh. Bisschen mehr Pfosten, dies tat uns nicht weh. Schwestern, in der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind dieser Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerks Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne das neue Feuer, das die Nacht erhält, und entflamme auch in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega, sein ist die Zeit und die Ewigkeit und die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Im Osterlob preisen wir Jesus, der uns sein Licht in die Welt gebracht hat. Frohlocken!
ihr Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet vom Licht und herrlichem Glanze, töne wie der heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türe der Gläubigen heilig und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels aus Ägypten befreit und auf trockenen Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adams, du wurdest zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welchen großen Erlöser hast du gefunden? Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und den Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe.
aus dem köstlichen Wachs der Biene bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand deiner Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermehle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Nach der Eröffnung der Osternacht dürfen wir jetzt auf das Wort Gottes hören. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild und ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht. Das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollten aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch,
Streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streifwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht sehr. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao. Die Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenen Boden, mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen. In die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. So spricht Gott, der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Herr unser Gott, durch die Schriften des Alten und Neuen Bundes führst du uns ein in das Geheimnis dieser heiligen Nacht. Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens und schenke uns durch die Gnade dieser Osternacht die feste Zuversicht, dass auch unser Leben in deiner Herrlichkeit vollendet wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir dürfen Gottes Größe preisen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten, Gott, du hast diese Nacht hell gemacht, durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast.
damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben, durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben, für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Das waren die Worte der Lesung. Dank sei Gott. Wenn ich einst vor deinem Tod Right.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, er geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wie er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Martin Lang und ich habe mir auch Gedanken über die Auferstehung gemacht. Und zum Glück habe ich meine Schwester, die Leni, als tragende Unterstützung jetzt da. Und ich habe einen Comic zu meinen Gedanken eben zur Auferstehung gezeichnet.
Und ich habe daran zurückgedacht, wie ich auf der Kunstuni das erste Mal die Aufnahmeprüfung probiert habe. Und ja, ich bin damals abgelehnt worden und ich habe eben praktisch mich selbst durch die Eiskunstläuferin ersetzt, die ebenfalls abgelehnt wird. Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Karfreitag, wo Jesus eigentlich sein ganzes Leben lang die Mission gehabt hat, eben Menschen zu helfen. Und letztendlich muss er trotzdem am Karfreitag eben sterben. Und du kannst dann genau umblättern. Und er gibt aber nicht auf und er steht eben wieder auf. Und das Gleiche habe ich halt, also das Gleiche, es ist natürlich in viel, viel kleineren Ausmaß und man kann das jetzt nicht so 100% vergleichen, aber ich habe es eben auf der Kunstuni damals auch noch einmal probiert und bin dann beim zweiten Mal eben aufgenommen worden, so wie auch diese Eiskunstläuferin. Und ja, also für mich ist es irgendwie ein bisschen so, also mir gibt die Auferstehung zu verstehen, dass man versuchen soll, seine Lebensmission praktisch weiterzuführen und nicht aufzugeben, auch wenn man scheitert. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiges Zeichen, an das wir uns da halt auch jedes Jahr praktisch erinnern, dass Jesus halt auch nicht aufgeben hat. Und er will halt, glaube ich, auch, dass wir nicht aufgeben. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nun die Gnade Gottes herabrufen, damit alle, die aus dem Taufbrunnen das neue Leben empfangen, in Christus Kinder Gottes werden. Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht wirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit heiligem Geiste. Als er am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl Jesus den Jüngern, geht hin und lehrt alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geist, damit der Mensch, der auf dein Bild hingeschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von aller Schuld und aus Wasser und Heiligem Geist auferstehe zum neuen und ewigen Leben. Durch deinen geliebten Sohn steige hinab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir dich durch Christus Jesus, deinem Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Oh.
Schöpfer unserer Welt, du schenkst uns auch den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld, von all meinen Sünden mache mich rein. Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlamms ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken. Diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in diesen Tagen der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und rufen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen im Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, erreichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Er dankte wiederum, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke all unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. So gedenken wir besonders der Verstorbenen unserer Familien, der Verstorbenen der Pfarrgemeinde, aber auch all jener, die jetzt am Coronavirus verstorben sind. Nimm alle, die in deiner Gnade aus unserer Welt geschieden sind, bei dir auf in deinem Reich. Lass sie Anteil haben an deiner Auferstehung und dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich aber auch über uns, damit auch wir einmal das ewige Leben erlangen, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, der heiligen Theresia, unserer Pfarrpatronin, der heiligen Hemma, unserer Diözesanpatronin, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass auch wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und für alle, die
unser Gebet brauchen, vertrauensvoll zu unserem Vater im Himmel beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr allmächtiger Vater, durch deine Auferstehung von allem Bösen, gib uns Frieden in unseren Tagen und komm uns mit deinem Erbarmen zu Hilfe. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit auch wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Der Leib Christi stärke uns und schenke auch uns ewiges Leben. Amen. In der geistlichen Kommunion kann sich jeder ganz mit Christus verbinden, so als würde er den Leib jetzt auch real empfangen. Amen. Das alles steckt in mir, Gott, ich danke dir. Das alles steckt in mir, Gott, ich danke dir. Schau sein wie ein Fuchs, ich kann wie ein Kätzchen schnurren oder furchterregend fluchen. Das alles steckt in mir, Gott, ich danke dir. Das alles steckt in mir, Gott, ich danke dir. So lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns, dass wir uns bald wieder in der Gemeinschaft versammeln können, um deine Gegenwart zu feiern. Schenke uns auch den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinschaft ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr, er sei mit euch und mit deinem Geiste. In diesen Tagen, die geheiligt sind durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott. Er bewahre euch vor der Finsternis und der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis hin zu jenem Osterfest, das niemals endet. All das gewähre uns allen Menschen, die uns nahe stehen, allen Kranken, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und lebt voll Freude. Dank sei Gott dem Herrn. Du bist ein Tod in Gottes Mensch.